töten, von der Göttin töten, wird sie bestimmt auch nicht sauer machen oder so. Nee, nee, nee. Achso, ja, ne, machen wir jetzt mal das hier. Weg da, Jäger. Hab euch da, Piepmatz. Nun fangen wir an zu zwitschern, oder ich mache euch ein halbes Hähnchen aus euch. Möget sie weich. Warum steht ihr die Eier? Sie wollten Eier haben für ihre feurigen Brutstätten, für ein anderes Reich und ein Ei, ein besonderes Ei. Sie wollten mehr als nur alles andere. Wer gibt dir die Eier? Die aus dem Himmel, aber auch aus der Dunkelheit, die Brut des Erdwächters, unbesiegbar. Naltarion. Oder Todesschwingel, wenn man ihn jetzt nennt. Brut des Erdwächters, sie untersteht einem schwarzen Drachen. Nimm mir den Namen. Närrischer Worger, in euer Zeitalter ist aufgebrochen, aber ja, ist tot, tot. Und sie kommt nie mehr zurück. Sagt dem Druiden in den Bäumen. Zephyr und wird die Meister des Himmels sein. Ach, komm, Alter. Aber niemals. Dass sehr viel Meisterin des Himmels sein wird und die sicherstellt, dass Avi niemals wiedergeboren wird. Das Ei gehört ihr. Ihr kommt zu spät. Gebt den Befehl, zu Tase zu töten. Euer Schicksal, es ist euer Schicksal, Hedra. Die Mauer hat das Schicksal selbst gewählt, als sie den Heiligen Schrein. Keine Rache, keine Reue mit diesem Typen mehr da. So. Ja, dann wollen wir mal, ne? Oh. Zehnbar? Zehnbar. Na gut. Dann geben wir die Quests ab. Druckgefahr? Ich bin bereit. Also sind diese Harpyien-Werkzeuge eine Art von Drachen? Sehr Feria. Aber was tun die Drachen mit diesen Eiern? Und was hat das für ein besonderes Ei, das Zerebi unbedingt will? Ich verstehe es nicht, Hedray. Ich habe einen Bericht an den Himmelsfürsten Omuron weitergeleitet, der wird wissen, was als nächstes zu tun ist. Behalte den Himmel im Auge. Gerne, gerne. Grüße. Lebt wohl. Hab kein schlechtes Gewissen wegen Bluffs Verfassung. Der Kummer hat diesen Wesen vor Jahrhunderten die Seele geraubt. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst, eine Bestie voll zügellosen Zorns. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Das war keine schöne Aufgabe, Hedo, aber sie muss erledigt werden. Wenn Avia wirklich wieder zum Leben erweckt werden kann, dann kann Bluff vielleicht eines Tages dank eurer Tat auch zurückkehren. Jetzt lasst uns sehen, ob wir mit unseren lang verlorenen Wächtern Kontakt aufnehmen können. Wir sehen uns wieder. Mutter aller fliegenden Wesen, hört mein Gebet. Es offenbart euch eine Vision. Was könnte das bedeuten, hier?
die anderen mit uns gehören. Die bringt sie an die andere, die Brutstätte des Feuer, der Feuerlande. Bald werden wir den Himmel herrschen. Das klingt unverdarft. Wir müssen hoch. Meinem Blick entgeht nichts. Der Drache Sephir muss aufgehalten werden. Wir wissen, dass sich ihr Nest südlich an den südlichsten Klippen des Hyjals befindet, aber das ist ja schon fast alles. Ich habe Terasli auf die Suche nach Fakten zu Seraphis geschickt. Sie hat speziell um eure Hilfe gebeten. Ihr scheint die jungen Druiden schwer beeindruckt zu haben. Trefft euch mit Terasli direkt hinter dem Tunnel, der zu Sephirs Nest führt. Und vergesst nicht, wir sind hier auf der Suche nach Fakten. Tut bloß nichts verrückt. Hoffnung besteht immer. Ja, das können wir machen. Na denn, einmal nach da hinten. Ach ja, die Feuerlande. Und Neltarion. Ja, wir haben ja schon mal einem schwarzen Drachen geholfen. Sibellion, der war ja tatsächlich in der Scherbenwelt hier. Aber wann der war, der müsste, glaube ich, circa hier gewesen sein oder so. Aber das hier? Nee, der war hier sogar. Der war hier. Tja. Aber den werden wir für eine längere Zeit nicht sehen, bis wir nach zu den Drachen kommen. Oh, Angriff am Fyrak. Den werden wir dann spätestens hier kennenlernen. Oh Gott. Sorry für die ganzen Linien. Ah, schon wieder mal Wecker. Muss ich wieder auf meinem. Nee, Ken. So, na dann machen wir mal. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Suche auf den Artefakten. Eine Lücke in ihrer Rüstung. Serias Brut, Kodex der Schatten, Eierjagd, Demontage, Serias Untergang, Rückkehr zum Schrein, Wiedergeburt von seines Ahns. Oh Lord, have mercy. Hydre, ich hatte gehofft, hier draußen, hier auf. Schade, tut mir leid. Hydra, ich hatte gehofft, euch hier draußen wiederzusehen. Was, Omona, nennt dies eine Suche nach Fakten? Paar Fakten findet man am besten bei Leichen. Lasst uns etwas Schaden anrichten. Bis später. Sehr mehres Blut. Unsere erste Aufgabe besteht darin, die Herde hier auszudünnen. An diesem Ort wimmelt es nur so von ihnen. Tötet zunächst diese Drachkin und macht euch erst später Gedanken darüber, warum wir hier sind. Mögen die Winde euch tragen. Eine Lücke in ihrer Rüstung. Den Himmel im Auge. Seht ihr, was sie da tun? Sie statten ihren Drachkin mit Panzerplatten aus. Tun sie das? Ich sehe gar nicht. Das muss Todesschwingers Idee gewesen sein. Kann es sein, dass sie ein Drache ist? Nee. Es wäre sie unbesiegbar, sobald sie fertig sind. Es muss noch einen Weg gehen, von diesen Panzern herum geben.
Geht dorthin und holt euch einige der Panzerplatten des Schattenhammers, die noch nicht angebracht werden. Wir müssen herausfinden, wie sie das verhindern können. Tut mir leid. Fehlt uns nicht noch eine Quest oder so? Ah. Und wir sollen die andere Quest und machen wir erstmal heute. Also für, mal hier erstmal eine kleine Pause. Also für euch wird das wahrscheinlich dann wieder eine. Für euch wird das dann wieder eine. Nur eine kleine Unterbrechung, aber für mich wird das dann, keine Ahnung, wahrscheinlich wieder einen kompletten Tag oder so. Dieser kunstvolle Buch besteht aus hunderten von Seiten eines feinsten Pergaments und ist aus Schiefe gewunden. Es sind in vielen Sprachen geschrieben, wovon euch die meisten unbekannt sind. Aus aufwendig aufgezeichnete Bilder zeigen Zauber oder ganze Gebäude, die hinter den Schleier Schatten verschwinden. Viele dieser Bilder zeigen magische Artefakte wie jene, die ihr im Lager herumsucht. Seht, ihr vermutet, dass der Drachendame selber etwas versteckt halten möchte. Trisli wird sich sicher davon erfahren. Na gut, dann. Kann man hier nicht parken? Nein. Na gut, dann packen wir halt eben hier. Ja, wie gesagt, für euch wird das eine kleine Pause sein, wird das ein kleiner Moment sein.